Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Annalena Baerbock, wir waren ja gemeinsam in Paris auf der Klimakonferenz, als der berühmte Hammer fiel. Und ich dachte, wir sind uns in vielen Punkten des Klimaschutzes einig. Es wäre schön, wenn Sie mir zuhören würden. Aber das, was jetzt hier passiert, irritiert mich schon. Ende Dezember forderte Ihr Co-Parteivorsitzender Robert Habeck 65% Absenkung als neues deutsches Klimaschutzziel für 2030. Dann setzen wir uns in der EU für eine Zielerhöhung ein. Dann nutzen wir den Rückenwind des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Und unsere Umweltministerin Svenja Schulze legt in Rekordzeit ein Klimaschutzgesetz mit genau dem Ziel vor, das Robert Habeck vor 5 Monaten gefordert hat. Und was passiert dann? Toni Hofreiter lässt sich in der Presse wieder aus und sagt, dass er fassungslos sei, dass das alles nicht genug wäre und wir mindestens 70% Reduktion bräuchten. Sind wir denn hier Marktschreier oder was ist das hier für eine Veranstaltung? Es kommt doch am Ende darauf an, was wir umsetzen. Und das ist das Entscheidende im Interesse der kommenden Generationen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben eben von den Grünen gesagt, dass es Ihnen auch um die Industrie geht. Uns droht nämlich eine weitere große Gefahr. Man kann die nationalen Klimaschutzziele durch Deindustrialisierung erreichen, weil der industrielle CO2-Fußabdruck von Importen nicht mitberechnet wird. Das ist ein großes Problem, das müssen wir ändern. Aber wir müssen vor allen Dingen den Unternehmerinnen und den Unternehmern helfen, dass sie Zeit haben für die Umstrukturierung und dass sie investieren können in neue Klimatechnologien. Und da gab es einen Entschließungsantrag aus der Koalition, genau das zu tun, als wir hier die CO2-Bepreisung gemeinsam eingeführt haben. Und da haben Sie Grünen dagegen gestimmt, gegen unseren Industriestandort. Und das zeigt, dass Sie in dieser Frage nicht ehrlich sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und was mich komplett besorgt, ist, dass Sie in Ihrem Antrag fordern, KfW 55 Standard für die Altbausanierung. Wer sich damit nicht genau auskennt, das ist ein höherer Standard als der Neubau in Deutschland. Und ich habe gestern noch mit einem Spezialisten gesprochen. Der sagt mir, Herr Mindrup, das kriegen Sie in Ihrem Prenzlauer Berg nur durch einen flächendeckenden Abriss geregelt. Und das kann doch nicht wahr sein. Das ist unsinnig, das ist nicht nötig, das ist zu teuer, nicht bezahlbar und ist völlig unsozial. Und dann haben Sie in Ihren Antrag eine weiße Salbe geschrieben. Sie wollen, ich zitiere wörtlich, Transformationszuschüsse für die Menschen mit niedrigen Einkommen. Ich kann Ihnen nur sagen, was meine Nachbarn in der Genossenschaft wollen. Sie wollen erneuerbaren Strom, erneuerbare Wärme, erneuerbares Gas und das zu bezahlbaren Preisen. Und Sie wollen das als Prosumer daheim zu Ort weitgehend herstellen. Und das ist etwas anderes, als zu Empfänger von Transferleistungen zu werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich kann es auch sagen mit dem Papst Franziskus, und damit komme ich dann auch zum Ende. Wir kommen nicht umhin anzuerkennen, dass ein wirklich ökologischer Ansatz sich immer in einen sozialen Ansatz verwandelt, um die Klage der Armen ebenso zu hören wie die Klage der Erde. Klimaschutz muss sozialpolitisch funktionieren. Der Grundgedanke der Solidarität muss vertreten werden, und das tut die SPD. Und da bitte ich Sie um Unterstützung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Mindrup. Das Wort geht an die Abgeordnete Dr. Anja Weiß.